Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal sind wir durch den Schlamm gewartet, mehrmals fast ertrunken im Schlamm. Und heute wollen wir wieder in den Schlamm. Das ist kein Witz, mir kommt es so vor, als hätte ich einen Pyklopädie-Eintrag letztes Mal vergessen. Wir wollten jetzt erstmal die Einträge noch holen, die Schatzkatalog-Einträge. Wir haben ja zwei Serien noch abgeschlossen und die ganzen Gespräche abholen. Aber ich meine, ich habe das Schlammvieh nicht vorgelesen beim letzten Mal. Ja, ich habe den tatsächlich nicht vorgelesen, den Sumpfschlürfer. Er taucht plötzlich aus dem Schlamm auf, als wollte er nur kurz Hallo sagen. Mit seinem schlauchförmigen Körper und großem runden Maul ernährt er sich von Schlamm selbst. Seine sechs Augen nehmen bestimmt in allen Details wahr, wie sehr wir ihn mögen. Ja, sieh gut hin, kleiner Freund. Diese Kreatur bevorzugt trübe, stehende Gewässer, wie zum Beispiel Sümpfe, und verbringt den Großteil ihres Lebens verborgen im Schlamm. Mit Hilfe ihrer sechs augenähnlichen Sinnesorgane nimmt sie auch winzige Bewegungen im Wasser oder Vibrationen auf nahegelegene Uferstücke wahr. Dann springt sie mit einem gewaltigen Satz aus dem Wasser und verschlingt ihre Beute. Mit ihrem Knorpelskelett und dem runden Maul ohne weitere Gesichtszüge hat man unweigerlich den Eindruck, dass es sich um eine sehr primitive Kreatur handelt. Das hat Augen? Das da sollen Augen sein? So, als erstes von den Serien haben wir die Serie Zugreise vor uns und darunter die Lok der Möglichkeiten als erstes. Manche fahren mit dem Zug, weil es sie nostalgisch macht, andere, weil sie in die Zukunft aufbrechen möchten. Ich finde, ein Zug ist mehr als nur ein Transportmittel. Er bietet nahezu endlose Möglichkeiten. Man braucht nur eine zuverlässige Lok. Warum sind Kinder so fasziniert von Zügen? Mein Sohn liebt sie und eine Lok war das erste Spielzeug, das er unbedingt haben wollte. Als Kind war ich genauso. Sogar jetzt wünschte ich noch, ich könnte einfach in diese Lok steigen und losfahren. Unterschätztes Arbeitstier. Vor langer Zeit war das Eisenbahnnetz die Grundlage ganzer Zivilisation. Auch jetzt noch ist der Transport von Personen und Waren von enormer Wichtigkeit. Und unsere Firma trägt ihren Teil dazu bei. Mich motiviert dieser Gedanke. Ein hart arbeitender Tankwagen. Selbstverständlich wird auch er von seiner Lok angezogen. Aber ohne ihn gäbe es keine Verbindung zwischen dem Wagen vor und hinter ihm. Er mag nur eines der vielen Arbeitstiere sein, doch auf seinen Einsatz kann er stolz sein. Ich weiß, dass ich mich kurz verlegen hatte. Das braucht mir keiner sagen. Wagen der Muße. Passagierwagen sind selten schick und doch fühlt man sich in ihnen gut aufgehoben. Man lehnt sich einfach in seinen Sitz zurück und lässt die Landschaft gemächlich vorbeiziehen, um sich seinem Ziel zu nähern. Das ist stilvoll und entspannt, oder nicht? Als Student habe ich einmal einen extrem langsamen Regionalzug genommen. Ich war der einzige Passagier. Monoton zog die Landschaft am Fenster vorbei. Eigentlich war es eine Weltraumreise schon sehr ähnlich. Ganz ehrlich, wenn ich in einem Zug bin, ich bin lieber alleine, als dann ganzen Haufen an Leuten zu haben, die nur am Rumgrünen sind. Also das ist meine Zugerfahrung, dass ich da gefühlt Fußballfans die ganze Zeit dabei hatte, die den ganzen Zug vollbrüllen. Da hatten mir selbst meine Kopfhörer damals nicht geholfen. Also, ich mochte Zugfahren nicht. Bahnhof des Lebens. Früher haben mich meine Eltern oft am Bahnhof abgeholt. Wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, das wollte ich für meine Kinder auch tun. Aber durch meinen Beruf sind es dann doch meine Kinder, die auf mich warten. Etwas schade, aber es wärmt meine Seele. An diesem Ort kreuzen sich Wege. Manche kommen her, um sich zu verabschieden, andere, um ihre Lieben wiederzutreffen. Manche, die sich hier wiederfinden, fragen sich, wohin ihr Leben noch führen wird oder wohin der nächste Zug fährt. Oder beides. Direktverbindung. Dieses gerade Schienenstück eignet sich perfekt für alle, die genau wissen, wo sie hinwollen. Von Punkt A nach Punkt B. Keine Kurven, keine Umwege, kein Zurück. Vielleicht ist es nicht die abenteuerlichste Route, doch nicht jeder ist für das Abenteuer gemacht. Viele finden, dass man ein Ziel immer ganz direkt angehen soll, doch meiner Erfahrung nach ist das oft nicht der beste Weg. Der direkte Weg, die Karriereleiter zu erklimmen, schien mir immer für den Präsidenten von Okutato Frike zu arbeiten, doch die Arbeit führte dann vor allem zu einer Flut an Formularen,
die es aufzufüllen galt. Meine Kinder sollen ruhig alle Umwege nehmen, die zur Verwirklichung ihrer Träume nötig sind. Schiene der Wendungen. In meinem Beruf als Pilot vermeide ich es, ganz scharfe Kurven zu fliegen, obwohl es manchmal ganz sicher, lustig wäre. Sicherheit ist natürlich immer das oberste Gebot. Ich frage mich oft, ob nicht alle Lebewesen gemeinsam haben, dass sie in der Regel Vernunft walten lassen, um ihr Überleben zu sichern. Diese aber auf ein Mindestmaß reduzieren. Ein bisschen Abenteuer steckt in uns allen. Eine ganz scharfe Kurve. Das kommt auch im Leben gelegentlich vor. Man denkt, man weiß, wohin die Reise geht, doch dann nimmt ganz plötzlich alles eine Wendung. Eine andere Wendung, Entschuldigung. Manchmal muss man sich alles so nehmen, wie es kommt, und die Fahrt genießen. Umkehrschiene. Manchmal läuft man im Leben im Kreis. Ob man denkt, geradeaus zu gehen, schließlich kommt man wieder dort heraus, wo man angefangen hat. Davon lasse man sich aber nicht entmutigen. Man könnte ja genau an dem Ort sein, an dem man auch sein sollte. Einmal ging ich mit meinem Sohn in den Zoo, als er plötzlich anfing zu weinen. Um ihn zu beruhigen, kehrten wir um und gingen an spazieren. Tiere haben wir an dem Tag keine gesehen, doch ich lernte, dass es manchmal lohnt, vom geplanten Weg abzuweichen. Die Hopplerschiene. Manche glauben, dass ich immer fliege, wohin ich gerade will. Das stimmt aber nicht. Ich halte mich gern an einen vorgegebenen Kurs, solange er mich nur ans Ziel bringt. Wie genau, ist mir genauso egal wie die Meinung mancher Leute. Ey, der denkt genau wie ich. Was tut man, wenn man von einer scharfen Kurve überrascht wird? Bremsen oder beschleunigen? Welche Wahl man auch trifft. Aufregend wird es allemal. Am besten wird es also sein, sich vorher anzuschnallen. Chuchu! Ich find's schön, dass wir die Chuchu-Bahn auch in Bewegung sehen. Das freut mich. Darf ich mitfahren? Robuster Schild. Diesen Schild kann selbst der Feuerschweif eines startenden Raumschiffs nicht durchdringen. Er ist so robust, dass er nach vielen Jahren des Kampfeinsatzes nur einen Kratzer davongetragen hat. Ein schönes Sammelstück. Mein erster Flug in einem Raumschiff ist lange her. Damals arbeitete ich als Student für ein weltweites agierendes Logistikunternehmen. Die Aufregung vor dem ersten Start werde ich nie vergessen. Die Abbildung auf diesem Schild erinnert mich an diesen Moment. Rückkehrschild. Als ich klein war, dachte ich, dass Planeten wie der hier abgebildete von einer Straße umgeben wären, die man bereisen kann. Als ich lernte, dass solche Ringe sich in der Regel aus Staubpartikeln zusammensetzen, war meine Enttäuschung grenzenlos. Ja, das kann ich verstehen. Man beachte den eingravierten Ringplaneten. In alten Zeiten hielt man Ringe wie diesen für Unglücksbringer, weil sie Raumreisenden angeblich den Fluch auferlegten, immer im Kreis zu fliegen. Doch heutzutage stehen die Ringe für die glückliche Heimkehr nach einer langen Reise. Es ist mittlerweile Tradition, Freunden und Familienangehörigen, die zu einer Reise aufbrechen, ein Schild wie diesen mitzugeben, auf das sie wohlbehalten zurückkehren mögen. Also von der Tradition weiß ich nichts. Satellitenschild. Satelliten sind höchst anfällig für Kollisionen mit Meteoriten und Weltraumschrott. Dieser Schild wurde für Astronauten entwickelt, die Satelliten vor Unfällen schützen. Wenn ein Schild Einschlägen von Meteoriten standhält, ist ja ganz einfach perfekt. Irgendwie hat mir erzählt, dass bei einem ausgemusterten Satelliten Lichter zu blinken beginnen, wenn er auf seiner letzten Reise in die Atmosphäre eintritt. Stell mir vor, dass er so eine letzte Nachricht funkt. Oder ist alles wohl nur ein Mythos? Ich erkenne auf dieser Abbildung jemanden in einem Raumanzug, der in den unsrigen sehr ähnelt. Ich frage mich, wer diese Lebewesen waren und wie ihre Gesichter aussahen. Ob es sich um unsere Vorfahren handelt, die vor langer Zeit auf unserem Planeten eingewandert sind? Eingeflogen wohl eher. Auf dem Bild ist ein Held zu sehen, dessen Beliebtheit darauf fußt, dass er seine Zivilisation zu den Sternen geführt hat. Am meisten verehren den Helden Soldaten, die feindliche Kreaturen bekämpft haben. Der Schild ist extrem robust. Etwas für Helden. Der Sternschnuppenschild. Gute Krieger müssen nicht nur einem einzelnen Schlag standhalten können. Dieser kleine Schild soll Kämpfer schützen, auf den die Angriff um Angriff hereinprasselt. So wie ein ganzer Sternschnuppenregen. Stark ist, wer durchhält. Bei meiner Arbeit besteht immer die Gefahr von Kollisionen mit Kometen und Meteoren. Ich musste schon einmal notlanden, um einen Unfall zu vermeiden. Deshalb habe ich ein eher zwiegespaltenes Verhältnis zu den allseits beliebten Sternschnuppen. Das Herzschwert.
Es soll wohl eine Waffe sein, auch wenn die Handhabung umständlich ist. Schön leicht ist das Ding ja, aber dass man ja einer Bedrohung damit trotzen kann, wage ich zu bezweifeln. Aber egal, es macht auf jeden Fall Spaß, damit herumzuspielen. Mit diesem Schwert soll man jeden Gegner besiegen können. Angeblich wurde es absichtlich in der Farbe der Leidenschaft gefertigt, um den Kampfgeist zu wecken. Nur mein Herz beginnt auch schon weh zu schlagen. Ja, möge der Kampf beginnen! Das Geistesschwert. Diesem Schwert wird nachgesagt, dass der Besitzer damit die Macht erlangt, Waldgeister für sich zu gewinnen. Die Farbe ist wohl der Waldthematik geschuldet. Scheint mir allerdings etwas grell. Aber man lernt ja immer wieder neue Wälder kennen. Und die kann man dann klein hacken. Im Grün des Waldes ist dieses Schwert sicher nicht leicht zu entdecken. Dass man eine Waffe mit diesem harmlosen Farbton versieht, ist ein guter Kniff. Geradezu genial. Ich bin immer wieder erstaunt, was sich manche kluge Köpfe so ausdenken. Das Eisschwert. Ich habe aufgrund diverser Transporte viele vereiste Planeten kennengelernt. Aufgrund meiner Erfahrungen glaube ich nicht, dass dieses Material einer so harschen Umgebung standhält. Ich glaube, dieses Objekt wurde für einen anderen Zweck verwendet. Dieses uralte Schwert hat beim Kampf auf einem Eisplaneten dieses Aussehen erlangt. Das sieht man doch. Die Farbe ist eindeutig ein Beleg dafür, dass es bei Minustemperaturen am effektivsten ist und die Klinge ist noch immer eiskalt, ganz bestimmt. Dieses Schwert verhalf einst einem Helden zu zahlreichen Erfolgen auf dem Schlachtfeld. Man sagt, dass Feinde von der Farbe der Klinge massiv abgelenkt wurden, während sie das kräftige Orange anstarrten, hat der Held dann leichtes Spiel mit ihnen. Mein Sohn hat ein Spielzeugschwert in dieser Farbe. Er nahm es überall mit hin, sogar den Esstisch. Bis ich ihm dann erläutert habe, dass es für einen Helden unehrenhaft ist, jemanden anzugreifen, der nur mit einer Gabel bewaffnet ist. Das Lichtschwert. Angesichts der Farbvielfalt bei den Schwertern kann man davon ausgehen, dass Farbcodes im Kampf einst eine große Rolle spielten. Eine komplette Armee mit Waffen und Uniformen in dieser Farbe. Das wäre doch mein ganz besonderer Anblick. Ja, das ist doch eine gute Schwerterkollektion. Wenn die Dinger tatsächlich scharf wären, dann wäre das doch tolle Abwehrmöglichkeiten. Dann bräuchten sie die Pigments gar nicht. So, jetzt wollen hier noch ein paar Leute auf jeden Fall mit uns reden. Angefangen mit denen da. Du hast mich also um eine Truppe gerettet? Als Regisseur möchte ich mich dafür im Namen aller bedanken. Leider kamen unsere Kameras nicht so glimpflich davon, aber was soll's. Auch wenn der Drehort hier traumhaft ist. Tja, durch diese ganze Katastrophe habe ich eins erkannt. Quoten sind wichtig, aber sie sind nicht alles. Schön, dass du es erkannt hast. Du hast alle Mitglieder der Filmcrew gerettet. Auf euch Retter kann man sich eben verlassen. So, dann ist hier die Belohnung, die ich dir versprochen hatte. Und danke nochmal. Aber immer gerne doch. Unsere Kameras sind kaputt. Da müssen die Dreharbeiten wohl noch eine ganze Weile warten. Und trotzdem, dieser Regisseur, der hält bestimmt schon wieder etwas Neues aus. Oh ja, ganz bestimmt. Ansonsten will keiner quatschen. Aber hier haben wir noch Shade, der hier uns was geben will. Ich fand es einfach großartig. Ihr habt mein gesamtes Team Wohlbehalten zurückgebracht. Ich möchte euch unbedingt etwas zum Dank geben, aber mehr als das hier habe ich nicht. Bitte nehmt es an. Und nochmal 50. Badbau. Ihr habt uns wirklich sehr geholfen. Ich danke euch beiden. Ja gut, dann jetzt wieder zurück in den Urwald, ne? Doch noch nicht zurück in den Wald. Er hier hat irgendwas Neues entwickelt. Nee, er hat alle Hilfsmittel. Eine neue Pfeife hat er für mich. Pflückpfeife. Oh, die brauche ich. Dann kann ich die mit dem Ton aus dem Boden holen. Ach, wir können das Hallen ja auch noch verbessern. Ey, komm, irgendwas kriegen wir danach noch. Wofür soll sonst die Restmotivation sein? So weit, so gut. Hm,
ich euch so sehe. Ja, ich denke, es ist soweit. Du und Ocean, ihr seid jetzt bereit. Ich kann nun eine legendäre Fähigkeit erlernen. Es gibt eine ultimative Geheimtechnik in meiner Familie. Hatte sie geweiht, gehört ihr so gut wie zur Shepard-Familie. Und die wäre? Dauersprint. Ich kann damit endlos sprinten. Ja, die hätte ich gerne, aber dafür brauche ich 7 weitere. Also die kommt dann ein bisschen zu spät. Warte mal, ist das so eine Andeutung, dass 2 von denen auf jeden Fall noch Glaublinge sind? Also einer von denen, die wir jetzt einsammeln können? Warte mal, ich guck mal eben kurz bei Nachtexpeditionen. Vielleicht haben wir hier wieder nur 2 Dinger zur Verfügung. Ja, sieht für mich so aus, als ob nur 2 Dinger verfügbar sind. Warum machen wir dann nicht die letzten 2 Nachtexpeditionen jetzt eben kurz? Dann haben wir schon mal die Leuchtsaften und das wäre dann vom Tisch. Machen wir erst das Herb und weiter und dann die Herbsebene. Ich denke mal, mehr Nachtexpeditionen wird es halt nicht geben. Ich gehe mal davon aus, dass bei beiden Missionen nur ein Bau da ist. Das würde von der Zahl her zumindest sich überdecken. Du beschützt mal den Bau. Okay, ich weiß, wo ich als allererstes hingehe. Nein, warum ist der da? Gefällt mir gar nicht. Da verwende ich direkt ein paar Leuchtsamen. Schon mal das auslöschen. Der Witz ist, dass das, was ich habe, nicht ausreichen wird. Der braucht wahrscheinlich ein kleines Stück. Angriff. Da sind sogar 2 von denen. Angriff. Okay, der ist down tatsächlich.
Otschin, du kümmerst dich mal um die Giftdinger. Otschin, du Bau. Angriff. Okay, das Schlimmste haben wir hinter uns. Waren das die letzten? Nee, da unten sind noch welche. Bam. Okay, das waren alle. Gut, dann ist jetzt Zeit für die Heilung. Wird gemacht. So, wen haben wir denn da? Streunerin Greta, Heimplanet Zosor. Eine ganz normale Reisende, die sich von Planet zu Planet treiben lässt. Der Weltraumpolizei kommt sie aber verdächtig vor. Ja, bei den Augen. Amen. Wir können uns hier eben kurz die Belohnung abholen. Schön, dass man sich immer und immer wieder abholen kann. Ich glaube, ich fülle meinen Eisbockenvorrat auf und dann geht's an die letzte Nachtexpedition. Okay, hier wird es wahrscheinlich wieder so sein, dass da zwei von diesen Viechern aus den Eiern geschlüpft kommen. Das Ding konnten wir instant umnieten. So, umgenietet. Hier sind tatsächlich zwei Leuchtbausa. Zweimal Leuchtbau. Ganz ehrlich, Otschin, geh mal den Orangen verteidigen. Frenetisch. Angriff. Ach komm, warum so früh? Ich werf einfach Leuchtsamen. Die Schnecke hier. Sie sollten ausreichen, um ihn kaputt zu leben. Okay, den haben wir tot. Irgendwo ist noch eins von den Dingern. Beim Orangen sind die alle. Da kommt noch so ein großer.
Die haben den Orangen kaputt gebissen. Otsche muss beim Goldenen, beim Orangen bleiben. Wir haben 100 Leuchtpigmen dabei. Das sollte eigentlich funktionieren. Der da ist das große Problem. Buchstäblich. Angriff. Macht ihn fertig. Da hinten kommt noch so einer aus einem Ei. Erstmal machen wir den hier fertig, danach kümmern wir uns um den anderen. Das Rauchvieh ist auch das letzte Vieh. Können ja sogar auch nochmal sicher gehen. So, jetzt sind die sogar geboostet. Weg mit dir. Das war nicht der letzte. Wo ist denn noch einer? Wahrscheinlich kommt noch irgendwo einer gleich aus einem Ei. Mach den fertig. Das ist der letzte. Und kam der denn nicht raus? Damit haben wir jetzt noch zweimal Leuchtsäfte auf Vorrat. Und nach Expedition haben wir alles abgeschlossen. Ich habe verdammt viele von diesen Samen verwendet, aber auch einige wieder zurückbekommen. Also es gleicht sich aus. So, wir haben bestimmt hier irgendwen, der Quasse will. Ja, weil wir hatten ja noch Greta gefunden. Die hier. Die, das ist Greta und ich bin Greta. Ich schreibe mich den Weltraum. Hui! Lüften, fliegen, schweben, fallen. Wie lange bin ich schon hier? Driften im Weltraum wurde ich das ein oder andere Mal von der Weltraumpolizei angegriffen. Ist hier ein Kind, das sich verirrt hat? Ist hier eine Gestrandete? Nein, Greta. Sie ist nichts als ein Freigeist. Hui. Ja, wir sind alle Freigeister. Langsam wird sie echt voll. Wir haben auch noch im Logbuch noch irgendwo was. Heutiges Menü. Mariniertes Lippensteak. Klauenkrokett mit Sahnesoße, Röstbein und Meerrettichmuscheln in Soße eingelegte Klubschaugen. Louis ist ein Feinschmecker. Für Obi. Hier kann man so viele Pilze sammeln. Ich heb welche für Omi auf, damit sie die auch probieren kann. Die Schlammgrube. Ich habe in einem bodenlosen Sumpf festgesteckt. Da drin war es manchmal stockfinster. Und jetzt bin ich voll mit Schlamm. Nämlich, ach, das hatten wir, glaube ich, gelesen. Unterirdisches Nest hatten wir auch gelesen. Ja, Visitenkarten fehlen uns ja nicht mehr viele. Von Nelly. Louis ist offenbar auch einer. Den Risikokapitalunternehmer Fox müssen wir noch finden. Und den Fernsehschauspieler Bordo. Dann haben wir alle. Und zwei von denen sind offenbar Laublinge. Ja. Da fehlt nicht mehr so viel.
Ist nur ein bisschen schade, dass man diesen Dauersprint erst bekommt, nachdem man alle gerettet hat, weil da finde ich, ist dann irgendwo noch unnötig mehr. Also es lohnt sich dann gar nicht mehr, dieser Sprint. Weil man eh alles gefunden hat. Ja gut, Leute. Nach wie vor, viel vom Spiel ist nicht mehr übrig. Wir haben ja richtig viele Prozent in dem einen Gebiet. Ich kann guck gerade nochmal nach. 42% haben wir und wir haben auch fast alle Schätze gefunden. Also es fehlen nur noch 57. Und 4 Leute, die wir retten müssen, wovon 2 wahrscheinlich da Dori sind. Also wir werden dort nicht mehr viel haben. Eins ist auf jeden Fall die Klopperei. Wir haben wahrscheinlich noch ein Loch vor uns. Sind schon mal 2. Und dann nochmal wahrscheinlich 2, die dann Dori sind. Eins wissen wir ja safe, ist dann Dori. Das kommt dann wirklich hin. Ich denke mal, in spätestens 3 Parts haben wir das Spiel durch. Spätestens. Vielleicht 4. Und dann kommen ja natürlich noch ein paar Versus-Runden. Also kommt mit meinem Upload-Muster auch irgendwo hin. Für die, die es nicht mitbekommen haben, immer 5 Tage am Stück ein Projekt. Auf jeden Fall, Leute. Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.